Die AfD hat gerade eben eine Strafanzeige gestellt, und zwar gegen den linken Politiker Reinhard Neudorfer aufgrund seiner massiv demokratiefeindlichen Aussagen auf dem Parteitag der Linken. Und wie so oft in der heutigen Politik und in der heutigen Zeit verbinden sich hier gleich mehrere Skandale zu einem einzigen zusammen. Es scheint auch in Deutschland nicht wirklich so viele Leute zu interessieren, aber ich finde diese Themen gerade so wichtig, über die nämlich in den großen Medien nicht berichtet wird. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Wir hatten ja bereits am Wochenende auch ein Video zu diesem Thema gemacht, und jetzt mittlerweile hat hier unter anderem ein AfD-Abgeordneter aus Baden-Württemberg hier eine Strafanzeige gestellt gegen eben jenen Reinhard Neudorfer. Er schreibt hier jetzt selbst, Daniel Lindeschmidt, hier nach den demokratiefeindlichen Äußerungen von Reinhard Neudorfer auf dem Bundesparteitag der mehrmals umbenannten SED Die Linke, die von Dokumentation L hervorragend für die Nachwelt gesichert wurde, habe ich heute Strafanzeige unter anderem wegen versuchter Nötigung erstattet. Aber auch wegen Volksverhetzung wurde hier unter anderem eine Strafanzeige erstattet. So, der erste große Skandal an dieser ganzen Sache ist folgender. Auch jetzt noch, Tage später, wenn man das hier googelt, einfach mal eingibt, findet man abgesehen von Apollo News und der Jungen Freiheit nicht ein einziges Medienportal, was darüber in irgendeiner Art und Weise berichtet wurde. Hier Voice of Europe.com, ne? Aber ansonsten weder im Tagesspiegel noch beim Spiegel noch bei der Welt. Nirgendwo wird das in den Mainstream-Medien aufgegriffen. Das ist der erste Skandal. Der zweite Skandal, der fast noch schlimmer ist, ist, dass es auch nicht von den jeweiligen Politikern aufgegriffen wird. Also, dass nirgendwo, wo es ja sonst immer heißt, man muss sich gemeinsam als demokratische Fraktionen sozusagen, muss man sich ja von Gewaltandrohungen und so weiter distanzieren und so. Nichts dergleichen ist dort zu vernehmen. Man muss das Ganze nur mal kurz im Kopf umdrehen und sich vorstellen, wenn das auf dem AfD-Parteitag geäußert wurde, gegenüber beispielsweise jemand von den Linken oder von den Grünen, dann wäre in Deutschland aber ganz was los, ja, sowohl medial als natürlich auch bei Twitter. Ich kann schon die Headlines von Olaf Scholz, von Nancy Faeser, von all den ganzen Demokraten lesen, die darüber jetzt sofort gesagt hätten, das müsste jetzt unbedingt ermittelt werden, und da werden wir jetzt sämtliche SEK-Einheiten des ganzen Landes einberufen. Erstmal direkt auf Verdacht alle festnehmen, die irgendwie damit etwas zu tun haben könnten und so weiter. So wäre das in Deutschland, und jeder, der diese ganzen politischen Themen auch etwas im Detail verfolgt, weiß auch, dass es genau so laufen würde, weil es immer so ist, ja. Von daher der zweite große Skandal einfach hier, dass politisch gesehen sich nicht von so einem kompletten Affenzirkus hier distanziert wird. Der dritte Skandal. Wir lesen jetzt erstmal ganz kurz noch vor, was Apollo News jetzt dazu schreibt über diese Strafanzeige. Ja, die wiederholen auch noch mal diese völlig demokratiefeindlichen Worte hier, dass eben diese Strafanzeige wegen Nötigung, versuchter Nötigung, Bedrohung, Volksverhetzung und allen weiteren in Betracht kommenden Straftatbestände. Und das ist jetzt hier der dritte Skandal, wie nämlich Apollo News auch völlig richtig schreibt, dass es hemmungslos präsentiert war, ne? Und dass man sozusagen sich hinstellt auf so einem Parteitag. Und man kann sich ja vorstellen, da sind Kameras. Das Ganze kommt an die Öffentlichkeit. Aber scheinbar hat man gar nicht mehr in irgendeiner Art und Weise Angst oder irgendwie Sorge, dass da etwas strafrechtlich ermittelt werden könnte. Und das Heftige ist, ich habe auch wegen diesem Fall mal wieder mit Carsten Woldeit von der AfD in Berlin telefoniert und war selber wiederum wegen seiner Reaktion darauf geschockt. Wisst ihr warum? Weil gewissermaßen eine Art Achselzucken dort zu vernehmen war, so, weil die das mittlerweile so gewohnt sind, dass dann entweder
dort, wo die Wahlplakate beispielsweise gelagert werden, eingebrochen wird und beschmiert wird. Oder dass die ganzen Lokale beschmiert werden und so weiter. Oder dass man sogar direkt physische Gewalt androht. Und es scheint mittlerweile so allgegenwärtig zu sein, dass man sich so gewissermaßen so ein bisschen damit abgefunden hat. Und das ist der dritte Skandal im Skandal, nämlich, dass es gar kein Skandal in der Öffentlichkeit ist, finde ich jedenfalls. Weiß nicht, wie ihr das seht. Und dass man kann sich ja vorstellen, was läuft dann erst hinter den Kulissen dort ab bei Herrn Neudorfer? Und wie ich gesehen habe, ist der auch irgendwie bei der Gewerkschaft, bei der DGB. Was sagt eigentlich die DGB dazu? Da geht es doch immer so um Rechte und so von Arbeitnehmern und Menschlichkeit. Was ist denn das für eine Menschlichkeit? Ein absoluter Witzverein, wenn man sich nicht mal davon distanzieren kann, ja? Von so einem Menschen, der da so offen öffentlich zu Gewalt aufruft und zur Nötigung, da kann man nur sich vorstellen, was da überhaupt erst hinter den Kulissen für Fantasien noch so abgehen, ja? Also, wenn ich solche Fantasien in mir trage und die mit meinen Freunden irgendwie am Lagerfeuer diskutiere oder irgendwo im verschlossenen Hinterzimmer, dann ist das die eine Sache. Aber wenn ich das öffentlich äußere, dann muss ich ja schon so völlig ohne Hemmungen sein, dass ich wahrscheinlich einfach glaube, ja, entweder da wird nichts großartig passieren, wird ja eh nichts ermittelt so, oder aber ich bin schon so irgendwie von mir selbst überzeugt und habe in irgendeiner Art und Weise eine narzisstische Persönlichkeitsstörung oder irgendetwas anderen dergleichen, dass ich mich einfach für so toll fühle, dass dieses Gefühl einfach überwiegt über noch den möglichen Repressalien, die eben durch so eine öffentliche Äußerung, die auch völlig ohne Widerspruch auf dem linken Parteitag geäußert wurde, ja. Also nicht mal bei den Grünen könnte ich mir sowas vorstellen, dass sowas dort stattfindet, ja. Wo man ja völlig gegen die Politik der Grünen auch sein kann, könnte ich mir nicht vorstellen, dass beispielsweise auf dem Parteitag der Grünen, der jetzt ja war, jemand sowas äußert und das dann wirklich kommentarlos von einem Habeck oder so einfach sozusagen stehen gelassen wird. Aber bei den Linken haben wir ja das schon damals erlebt, noch mit Herrn Rixinger, der, als er damals Parteichef war, dass er auch sich nicht distanziert hat und keine wirkliche Einordnung gemacht hat oder dass mal in irgendeiner Art und Weise auch mit einem Parteirauswurf oder so passiert ist, als man einfach gesagt hat, man kann das reiche 1% und so weiter ja erschießen. Ne? Und der letzte Skandal, der ist jetzt noch nicht geschehen. Ich hab aber die Sorge, dass das der nächste Skandal wird in dieser ganzen Geschichte, weil Strafanzeige wurde zwar jetzt gestellt, ja, ich habe aber so mal wieder die leise Vorahnung, dass da nicht groß was passieren wird. Also, dass der auch auf dem nächsten Parteitag wieder ähnliche Äußerungen machen kann, völlig an der demokratischen Grundordnung vorbei. Und von daher glaube ich, dass, also ich kann natürlich niemand jetzt hier reinreden, ja. Schauen wir einfach mal, was da rechtlich und gerichtlich passiert. Ich werde das weiterhin beobachten. Aber ich habe leider die Hoffnung hier verloren, dass dem hier irgendwie nachgegangen wird. Meiner persönlichen Meinung nach ist das Gesetz auf dem linken Auge teilweise einfach blind in Deutschland mittlerweile, schlimm genug. Und ich glaube, erst wenn auch politisch durch Neuwahlen und so weiter da eine Änderung kommt, dass erst dann auch langsam mal wirklich auf einer neutralen Basis ermittelt und auch das Gesetz durchgeführt wird. Ja, weil, wie gesagt, vor dem Gesetz sollten wir eigentlich alle gleich sein, oder etwa nicht?